Hallo Borkheide, hallo Welt. Willkommen bei Borkheide News TV. Hast du mit dem Toaster gefilmt, wa? Ja, wenn man kein Geld hat, kann man auch mit dem Toaster filmen, übrigens. Wie viel? 480? 360? 379? P? Nein. 480 Auflösung, P. 480p. 480p. Das sind nämlich Auflösungszeiten von vor circa ziemlich genau 7 Jahre. 7 Jahre? Wir haben heute nämlich das verflixte 7. Jahr. 27.03.2016 hat er angefangen. Genau. Und das, was ihr gesehen habt eben, war das erste Video-Intro. Noch etwas wackelig auf dem Marktplatz. Hat er sich einmal getraut, im Kreis zu drehen mit der Kamera. War ganz schön dunkel, war ganz schön trübe damals. Aber das war wahrscheinlich auch. Ey, jetzt schneit schon wieder. Ja, das Wetter, das ist das richtige Wetter, Prost. Freudentränen und Kugeln. 7 Jahre Borkheide News TV. Also, dass das so lange dauert oder so lange anhält, hätte ich mir nie träumen lassen. Ja. Auch nicht da, wo das hinginge. Und was so zwischendurch alles war. Ja, wir haben ja mal hier schön gesammelt, wie man hier im Hintergrund sehen kann. Lass mal Löwen hier. Mach mal. Ja, genau. Ich muss ja dazu reden können. Lass mal laufen. Genau, wir lassen mal laufen. Da, Fußball. Ich bin's, der liebe Lutz. Und ja, das war damals, weißt du noch? Da waren wir ja hier den Marcel Mika hier nach Afrika begleitet sogar. Mit vielen Videos hast du auch geschnippelt. Alter, waren viele Videos jeden Abend. Und von dem ganzen Video machen warst du fix und fertig. Ja, manchmal. Ja, deswegen haben wir, ja, siehst du, Alkohol. Immer dasselbe. Das war das Jahr der großen Brände 2018, wo wir dann gesagt haben, jetzt die Feuerwehr, die braucht unbedingt was zum Löschen. Getränketechnische Verstärkung. Genau. Löschmittel. Also, und das war Winter ohne Schnee, aber Après-Ski. Après-Ski im Fliegerheim. Die Verrückten werden nicht alle. Nee, guck mal, Stefan, da läuft er. Er guckt ja kaum über den Zaun, wa? Mann. Und was hatten wir? Schnee auf dem Rodelberg, wa? Und dann bis vor zum Fliegerheim gerannt. Ja, guck mal, das war noch mit der... Ach, der Schlüsselbein. Ach, nee, war ja nicht deine. Ja. Schnee, genau. Schnee, da gab es keinen Schnee. Aber Après-Ski konnte man machen. Ziemlich besoffen alle, ne? Ich halte mich da dezent raus. Ich glaube, ich war gar nicht bei. Ja, wir haben ja, wie gesagt, 379 Filme geschnitten. Ja, Eisbaden, guck mal, da wurde es wieder kalt. Schmeckt's? Vanilleeis. Mit damals Weihnachtsbaum werfen, guck mal. Genau. Das müssen wir unbedingt wieder machen. Guck mal, wie viele Leute da haben. Alle nackig hier ins Wasser gehen. Sieht doch so kalt aus hier, guck mal. Ja, jetzt musst du laut machen. Pass auf. Matze. Jetzt erzählt er. Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Ich habe mal nachgemessen, das Wochenende war zu kurz. Da habe ich noch Wetter im Keller gemacht. Und dann kam diese Corona-Zeit. Und diese Corona-Zeit, die hatte ganz viele Auswüchse gebracht. Man musste sich nämlich zu Hause irgendwie beschäftigen und bewegen. Und irgendwelchen Blödsinn machen. Und es ging auch viel um Klopapierrollen rum, ringsrum. Der Hund auch, guck mal, der wollte auch mal mitmachen. Und da haben die uns auch noch den Maibaum ausfallen lassen. Nee, haben sie nicht. Also den echten, ja. Wollten sie, aber nicht mit uns. Nicht mit uns, nee, guck mal. Und da war sogar Sonnenschein. Und ja, darauf hat er denn die Feuerwehr den Maibaum doch gestellt noch selber. Ja, habe ich auch noch ein Video gefunden, aber auch noch einen schmalen Baum. Den mussten sie auch noch mit einem Stück Schlauch umwickeln unten, dass er nicht rausgefallen ist aus der Halterung. Aber guck mal, sieht doch auch schön aus. Und hier regelmäßig, kurz vor Weihnachten, in Borgwalde, geht das los. Sieht aber auch nicht nach Weihnachten aus, oder? Muss der Stefan wieder ran? Doch gleich, guck mal, mit Katze, da hops. Das ist die Bauabnahme, siehst du? Und selbst beim Wetter konnte ich nicht zurückhalten, ja? Da musste ich mir auch einmal professionelle Hilfe rufen. Der hat dich aber auch skeptisch angeguckt eben. Ja, als ich dann gesagt habe, professionelle Hilfe, dann hat er gesucht, wo die denn wäre, weißt du? Ja, sonst muss er beim ARD Morgenmagazin immer ran, der Donald, oder abends beim RBB, je nachdem.
Und da habe ich mir mal gekrallt. Kann man auch mal machen. Und hier Volker. Da sind wir fast baden gegangen. Da sind wir, das war am Tag nach dem Feuerwehrfest. Und nie wieder nach dem Feuerwehrfest gehen wir früh morgens. Ist das so eine Idee zu haben, wir nach dem Feuerwehrfest? Ja, na, guck mal hier, der Robert will zwei Bier haben. Kriegt aber nicht. Wenn hier Volker sein Triathlon da ist. Der trinkt heimlich während der Fahrt. Volker himself. Ja, das gab es auch schon. Wie viel oft? Ich weiß gar nicht. Und guck mal, das war mal unser Amtsdirektor. Jetzt ist er Landrat. Er hat keine Angst. Er hat bestimmt keine Angst bei uns oben 20 Meter hoch. Genau. Aber die Blicke erzählen doch einiges. Aber wir dürfen ja nicht sagen, dass es ihm weiter oben nicht so wohl ist. Wir werden nicht laut sagen, dass er Angst hatte. Ihm versprochen. Und hier gucken wir wieder mal auf Tour gewesen. Nichts für alte Leute, genau. Und guck mal, Fußball haben wir auch sehr oft mal mitgefilmt, beim Aufstieg begleitet. Und diese eine oder andere, also man könnte jetzt aus... Mit die Fireflies. Oh, wir haben so viel begleitet mit der Kamera. Eigentlich war das ja eine Menge gewesen über die vier Jahre. Und jetzt spielen wir eigentlich jetzt nochmal hinten ran die 379 Videos. Die lassen wir jetzt hier als Dauerschleife. Hängen wir die einfach hier hinten ran, oder? Ja, die können sich alle einzeln angucken. Ja, das war jetzt nur ein ganz... Das war... Kleine Schnipselei, die ich gestern noch schnell rausgesucht habe. Es hätte noch ohne Ende mehr sein können. Aber das könnt ihr euch alle selber angucken. Genau. Und wir trinken jetzt noch ein schönes Bierchen auf unsere 7 Jahre. 7 Jahre. Unter anderem waren da auch 10 Kamin-Videos dabei. Ach, übrigens, ist mein erstes Bier dieses Jahr. Fällt mir jetzt so auf. Ja, dann hättest du jetzt ohnehin mit anfangen müssen. Ja. Nee, also war noch so viel mehr, was wir jetzt noch hätten bringen können, aber das kriegst du hier alles gar nicht unter. Nee, wir haben die Zeit nicht gehabt, das alles zusammen zu schnippeln. Wo keine Lust gehabt. Damals habe ich noch im Wetterkeller gesessen, ja, hinter einer grünen Wand und habe das Wetter da immer gemacht. Wir werden ja noch weitermachen, vielleicht machen wir mal einen Livestream. Dann könnt ihr euch mal dazu äußern. Wir üben mal einen Livestream? Du meinst, wir gehen mit der Zeit? Wir gehen mal mit der Zeit. Irgendwann gehen wir mal mit der Zeit, dann können wir mal einen Livestream machen. Das ist in unserem Alter, ich traue mich gar nicht, so einen Livestream, weißt du, da musst du ja gerade... Alter, spielt keine Geige, guck doch mal, wie viele verrückt auf der Welt rumlaufen und da fragt keiner, wie alt die sind. Nee, also Alter ist relativ. Jo, das wollten wir euch jedenfalls mal mitteilen. Und am 29.04. kam ja letztens noch die Nachricht, am 29.04. haben wir vergessen zu erwähnen, ist Maibaum. Hat man genau, gerade Maibaum. Also wir hatten ja mehr vergessen. Wir hatten ja nicht nur den Maibaum vergessen. Das ist natürlich dann am 1. gleich wieder anlaufen. Anlaufen, hat man das nicht mit drin? Waldbadlauf? Waldbadlauf. Waldbadlauf am 1. Mai. Anfang April die Webseite freigeschaltet für die Anmeldung. Und wir hatten vergessen zu sagen, dass wir jetzt ja Frühling haben. Der Frühlingsanfang ist durch. Den hat man. Und die Zeit ist zurückgedreht worden bei mir. Auch das noch. Nicht zurückgedreht. Steht oder so. Also bei mir ist es jetzt 17.21 Uhr. Ja, die steht. Da muss neue Bakterien rein. Na, kriegst du es hin? So, jetzt stimmt's. So. Noch was vergessen, der Frühling hat man gesagt, 22.24 Uhr, letzte Woche Montagabend, ist durch. Man sieht erfolglos übrigens, der Frühling, es ist mehr Herbst, glaube ich, hier so wieder drunter. Ah ja, April wird das schon. Mal gucken. Warte mal, 1. Mai, Waldbadlauf. Genau, Waldbadlauf, dies Jahr mit einer leicht veränderten Strecke. Alles, was ihr bisher kanntet, wird über den Haufen geworfen. Außer Start und Ziel bleibt gleich. Und weil es wird rückwärts gelaufen. In Stöckelschuhen, weil der Wald ein wenig durchfurcht ist von Holzschleppgeräten. Da können wir die alte Strecke leider im Moment nicht laufen. Das stimmt. Ich traue mich gar nicht mehr durch den Wald zu laufen, weil da brichst du die Hacken. Dann musst du auf die Straße laufen. Ja, ist auch immer nicht so gesund. Aber ja, okay. Wird sich wieder bewegen. Ist nun mal Forst. Gut. Also, wie gesagt, das wollten wir euch halt nur mitteilen und mit euch ein klein wenig hier feiern. Dann sind es jetzt 380 Videos. Vielen Dank für eure Treue über die 7 Jahre. Und die Unterstützer. Und auch vielen Dank für die Unterstützung, genau. Und für die Unterstützer. Und wer es noch nicht gemacht hat, der darf uns abonnieren, uns liken und auf die Glocke drücken. Dann weiß er immer Bescheid, wenn wir mal was hochladen, weil wir machen es ja in diesem Jahr nicht mehr ganz so regelmäßig. Aus
Faulheitsgründen oder wie auch immer man das sehen mag. Wegen Reichtum geschlossen. Wegen wie auch immer. Mhm. War, ist doch ziemlich anstrengend, wenn man jede Woche so ein Video raushauen muss. Hm? Ja. Weil das ist ja nicht nur hier sitzen und dumm quatschen, du musst ja vorher noch die Materialien zusammensammeln. Hm? Ja. Gut. Ja. Das war's. Wir wünschen euch ein schönes Ausrutschen, Skifahren draußen, Sonnenbad. Bis irgendwann demnächst der... Ja, Matze weg, warte mal. Der Wattmatze weg, warte mal. Heute Nacht waren es ja noch 0 Grad. Jetzt gucken wir noch mal schnell. Minus 0,6 war in der heute Nacht. Ja, na, als ich später aufgestanden bin, dann wurde das alles schon besser. Regenschauer. Es geht aufwärts, aber selbst am 3.4. können nachts noch 2 Grad sein. Also es zieht sich noch ein wenig hin mit dem miesen Wetter. Gut, wir melden uns wieder ab. Bis später. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.